eingereist ist. Beide sichere, verfolgungsfreie Länder. Herr Stegner von der SPD erweckt heute noch den Eindruck, jeder, der an die deutsche Landesgrenze kommt und einen Asylantrag stellt, hätte einen Anspruch auf Einreise ins Land und auf Prüfung des Asylantrages in der Bundesrepublik Deutschland, selbst bei ungeklärter Identität und Nationalität. Und das ist schlicht falsch. Und ich wette, Herr Stegner weiß, dass das falsch ist. Und jetzt hat natürlich die SPD ein Problem, weil sie gegen die Einrichtung von Transitzonen war. Das wäre ein gutes Mittel gewesen, um schon an der Grenze vor der Einreise Identität zu prüfen, Nationalität zu prüfen. Und wenn das alles ungeklärt ist, die Zurückschiebung nicht in einen Verfolgerstaat, sondern in ein verfolgungsfreies Nachbarland der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt haben wir